Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Und ihr wundert euch vielleicht, warum hat sie Pinsel im Haar und einen Stift? Und sie ist so lila geschminkt und hat was Lilanes an, okay. Ja, das hier ist mein Outfit für die Party von meiner besten Freundin. Das Thema ist Highschool. Und ich gehe jetzt Kunstlehrerin und ja, genau. Deswegen das aufgebraucht heute in einer Special-Version Kunstlehrerin-Optik mit bunten Fingernägeln. Ja, kann man gut erkennen, ne? Gut, aber jetzt zeige ich euch erstmal, was Herr Maffen und ich im Monat September 2023 alles aufgebraucht haben. Es ist nämlich schon wieder vorbei, der Monat September. Der Oktober steht vor der Tür. Ja. Der Monat, in dem ich Geburtstag habe, der Monat, in dem ich nochmal 2 Wochen Urlaub habe. Deswegen werdet ihr in den nächsten 2 Wochen etwas weniger Videos sehen. Ich hoffe, ich kann 2 Videos für jede Woche noch vorproduzieren. Ansonsten seid nicht böse. Ab dem 14. bin ich wieder da und dann gibt es auch wieder mehr Videos. Genau. Ja, was habe ich aufgebraucht? Nein, Herr Muffin hat aufgebraucht. Isana Man, Einwegrasierer, 3 Klingen. Die hier. Er mag gerne diese Einmalrasierer und ich kaufe ihm die halt dann bei Rossmann, bei Lidl, wo ich gerade so bin. Und dieses Mal waren es eben diese hier. Dann haben wir aufgebraucht Motiv-Toilettenpapier von DM, sanft und sicher. Mit diesen Heißluftballons drauf. Finden wir gut. Haben wir leider an 2 Stellen aufgerissen. Aber ich tue jetzt einfach so, als würde das, wäre das eine Mülltüte. Das sind 180 Blatt, 8 Rollen, 3 Lagen. Also ich liebe Motivklopapier. Es geht einfach nicht ohne. Dann haben wir aufgebraucht. Dein Herr Muffin hat aufgebraucht. 8-in-1 Complete, 0% Alkohol Deluxe. Mundspülung mit Mint, ohne Alkohol, vegan. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, die gibt es bei Dentalux. Ist das Lidl? Ich glaube, ja. Einmal den Deckel abschrauben, damit es besser recycelt werden kann. Oh, das riecht sehr frisch, ja. Das war bestimmt sehr erfrischend. So. Habe ich hier noch eine Mülltüte vielleicht? Ja. Das ist auch Plastik. Das ist alles Plastik hier. Nee, nicht wirklich. Na gut. Machen wir weiter. Ah, das Isana Man Antitranspirant Active Cool. Hocheffektive Schutzformel ist nicht leer. Das sortieren wir aus. Denn das riecht wie eine Herrenumkleide beim Seniorensport. So stelle ich mir die Herrenumkleide beim Seniorensport vor. Es ist sehr... Ich will es nicht sprühen, weil ich mag den Duft wirklich überhaupt nicht. Es riecht so nach... Kennt ihr diese typischen, schweren, süßen Düfte bei Damen, die so ein gewisses Alter haben? Das ist so das Herrenpendant. Es ist sehr... herb, schwer, es riecht sehr oldschool. Also, nein, Isana, so möchte doch eigentlich echt niemand riechen. Geht gar nicht. Aussortiert. Flop. Geht gar nicht. Auch wenn es nur 65 Cent kostet, so will keiner riechen. Also, bei uns, bei den Muffins, will so keiner riechen. So, dann habe ich aufgebraucht. Flink und sauber von Rossmann, blaue Einmalhandschuhe, latexfrei, einzeln entnehmbar, lebensmittelecht und puderfrei, 60 Stück. Die sind aus Nitril, glaube ich, oder? Ja, aus Nitril, genau. Und ich habe immer L, die passen ganz gut. Das ist Papier, das kommt mal dahin. Die benutzen wir zum Putzen, zum Haare färben, zum... anziehen, wenn man was nicht anfassen möchte. Dann habe ich aufgebraucht im Schwimmbad Coco Cocktail von Bilou. Cremiger Duschschaum. Sehr, sehr lecker. Das riecht sehr, sehr gut.
nach Kokos. Fruchtige Kokosmilchgeruch. Soll auch riechen nach cremiger Kokosnuss und tropischer Madagaskar-Vanille. Das tut es. Das ist ein tolles, tolles Duscherlebnis damit. Toller Schaum. Liebe ich ganz doll. Dürfte auch wieder einziehen. Gibt es aber leider nicht einzeln nachzukaufen. Gibt es nur in Sets. Und dafür habe ich genug, um mir Sets zu kaufen. Einmal Wattepads von DM Ebelin. Das war so eine 140 Wattepads. Mit so einem Muster drauf. War okay. Nehme ich nur für die Fußnägel zum Ablackieren. Deswegen seht ihr Wattepads recht selten bei mir. Ansonsten, ich kaufe immer da, wo ich gerade bin. Der beste Nagellackentferner, den gibt es bei Rossmann von Isana. Der pinke, acetonfreie Nagellackentferner. Das sind 200 Milliliter, kostet glaube ich 1,20 Euro oder so. Fruchtig frischer Duft kann ich nicht unterschreiben. Das riecht einfach nach Nagellackentferner, nach Chemie, nach ungesunder Chemie. Aber damit gehen die Fußnägel schnell und schön sauber und deswegen wird das immer nachgekauft. Ich habe auch schon welche wieder im Backup. Dann habe ich für die Haare aufgebraucht. Hatte ich mal aus dem Trashpäckchen rausgenommen von John Frieda. Shine, Brilliant Shine. Farbglanz Shampoo und Farbglanz Conditioner, sulfatfrei, ist recht dickflüssig von der Konsistenz das Shampoo und schäumt gut, mittelstark gut, reinigt gut, macht die Haare okay, würde ich mir nicht nachkaufen. Ich glaube, so eine Pulle, so mit 250, ja, haben beide 250 Milliliter, so eine Tube kostet irgendwie 7, 8 Euro oder so in der Drogerie. Im Angebot vielleicht mal 6. Aber es ist zu teuer. Würde ich nicht ausgeben für John Frieda. Ich nehme es immer gerne raus, wenn es in Trash-Paketen zu mir kommt. Aber nachkaufen würde ich es mir jetzt nicht. Außerdem sind meine Haare nicht gefärbt. Ich brauche eigentlich kein Farbglanz-Shampoo. Aber sulfat- und silikonfrei ist auch für normale Haare, ungefärbte Haare gut. Deswegen habe ich es benutzt. Und ja, ist okay. Aber ist mir für ein Drogerie-Shampoo, für das, was es macht mit meinen Haaren, zu teuer. Ja. Aber ist so gut. Gutes Produkt. Herr Muffin. Herr Muffin schmeckt. Das riecht sehr gut. Blue Lavender. Das ist nicht aufgebraucht. Warum hat er das da reingeschmissen? Es muss reingefallen sein. Sein Regal mit seinen Pflegeprodukten steht nämlich über der Stelle, wo die Aufgebrauchtüte steht. Blue Lavender riecht mega gut, das wird er weiter benutzen. aber das ist aufgebraucht. Das ist Aqua Bergamot Sage and Juniper Scent. Dieses Arx hier, das war so eine 35 ml Probegröße. Die war auch sehr gut. Sehr schön frischer, aquatischer Duft. Mag ich sehr gerne. Darf auch wieder einziehen. Bei Zeiten. Dann habe ich noch ein paar Sachen aussortiert. Und zwar ölfreies Aloe Vera Gel, hochkonzentrierte Bio Aloe Vera, trockene und empfindliche Haut. Das ist im Januar diesen Jahres schon abgelaufen. Ich habe es jetzt noch ein paar Mal benutzt. Es war nicht schlecht, aber jetzt riecht es nicht mehr so gut. Deswegen kommt das in den Müll. War ein gutes Produkt. Von Alterra Naturkosmetik von Rossmann. Aber ja, ist okay, aber würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ich habe noch ein paar im Backup. Dann habe ich aussortiert diese uralten Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser. Die habe ich wohl benutzt eine Zeit lang. Man sieht auch an der Staubschicht, dass sie jetzt schon echt lange rumstanden. Und ich möchte die keinem mehr antun und mir selber auch nicht mehr, weil die sind nur 6 Monate nach Öffnen haltbar. Und die habe ich nicht dieses Jahr gekauft und geöffnet, sondern vor 3 oder 4 Jahren, keine Ahnung. Also diese 2 Produkte gehen auch in den Müll, werden aussortiert, weil das will keiner mehr benutzen. Ich möchte auch das nicht, dass sich irgendjemand damit noch das Gesicht abreinigt. Oder abschminkt. So, was habe ich noch? Einen Buffer. Der sieht nicht mehr so schön aus.
Den habe ich abgenudelt. Das ist für die Fingernägel, so eine Nagelfeile, so eine viereckige. Dann haben wir hier einmal Sacrotan, Samtschaum, sanfte Schaumseite, Seife stark gegen Bakterien, Vanille und Orchidee einfach zu verteilen und abzuspülen. Riecht gut, reinigt gut, mag ich gerne leiden. Wäre jetzt auch im Oktober abgelaufen, haben wir rechtzeitig aufgebraucht. Kleiner Spuckschluck ist noch drin, aber der kommt einfach nicht raus. Aber das ist eine schöne Seife, die sehr gut zu meinem Outfit passt. Nein, ich mag sie auch, wenn ich keine Lila trage. Dann, was habe ich hier noch? Nochmal Belou. Creamy Dove, Duschschaum. Cremiger Teig. Sehr süß. Cremig, teigig, ja, keksig, gebäckig, also so Food and Spice mäßig der Duft. Der Schaum ist immer mega, aber der war nicht so super quietschesüß, wie ich es liebe. Wie ein bisschen dezenter. Sollte riechen nach vanillig-nussig, nach Keksteig mit einem Hauch Pistazie. Ah, deswegen die leicht nicht ganz so quietschsüße Note von der Pistazie. Alles klar. Ich muss auch vorher mal lesen, bevor ich das bewerte, ne? Naja, aber ich liebe Bilou Duschschäume von der Konsistenz und wie die duften, ist mir relativ. Also es gab es jetzt nur einen Duschschaum von Bilou, der bei mir nicht gut geduftet hat. Und das war, glaube ich, Cookie Dough oder so. Oder irgendwas mit Cookie. Egal, der hat auf meiner Haut nicht gut gerochen, aber das passiert. So, dann hat Herr Muffin aufgebraucht ein Bade- und Duschgel Tabak. Das mochte er sehr gerne. Das waren 75 Milliliter. Das riecht herbholzig. Hallo. Hallo. Herbholzig. Lecker. Das könnte man sich auf jeden Fall mal nachkaufen. Tabak Original Craftsman. Schönes Duschgel. Du hast hier noch ein volles Deo. Ja, Oder mochtest du das doch, nicht? das ist gut, das habe ich schon. Ja, dann stelle ich dir das hin, dann kannst du es ja wieder mit. Ist das da reingefallen, Ja, ne? das ist doch reingefallen. Das kann es ja wohl nicht sein. Kann es nicht sein. Dann haben wir auf der Arbeit leer gemacht eine NYX Handcreme Rêve de Miel. Also irgendwas mit Honig. Honigmilch? Rêve de Miel? Ich finde es noch heraus für euch. Oder auch nicht. Also irgendwas mit Honig. Die war gut, hat gut gepflegt, ist schnell eingezogen. Das war eine gute Handcreme. Würde ich mir aber nicht unbedingt nachkaufen. Die ist, glaube ich, relativ teuer. Und dann habe ich noch aufgebraucht das Plantur 21 Hashtag lange Haare Nutri-Koffein-Shampoo für ungeduldige Köpfe. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das Koffein in dem Shampoo wirklich macht, dass die Haare schneller wachsen. Also ich habe jetzt nichts gemerkt in dem Bereich. Also, das Shampoo war gut, hat eine gute Konsistenz gehabt, nicht zu fest, nicht zu flüssig, roch gut. Wie roch das denn nochmal? Ist schon ein bisschen her. Ja, so cremig. Blumig, ist aber auch relativ teuer. Also kostet, glaube ich, auch so 8 € und im Angebot für 5 oder 6 € habe ich mir das mal geholt. Sind aber nur 200 Milliliter drin. Und Plantur, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das längere Haare macht. Ich habe jetzt den Conditioner noch in Anwendung, den finde ich nicht so pralle. Das Shampoo fand ich ganz gut, aber würde ich mir nicht nachkaufen, weil hier. Mucho Dinero. Mir zu teuer, ehrlich gesagt. Für das, was es macht. So im Endeffekt. So, und das war das Aufgebraucht-Video für den Monat September 2023 von Herr Muffin und mir. Und
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und ein Abo. Das ist kostenlos für euch und wir freuen uns sehr. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!